Volkswagen präsentiert seine neueste Entwicklung im Motorsportbereich, den ID.R Pikes Peak. Mit ihm will VW nach 31 Jahren zurück zum Pikes Peak Bergrennen. Der Pikes Peak ist ein Berg in den Rocky Mountains nahe Colorado Springs. Dort findet jährlich das sogenannte Pikes Peak International Hill Climb Rennen statt. Auf knapp 20 Kilometern geht es durch 156 Kurven den Berg hoch. Das Ziel liegt auf 4300 Metern Höhe. Ein sehr angemessener Ort für die Enthüllung des neuen VW-Renners. Nach nicht mal einem Jahr Entwicklungszeit ist er bereit für seinen ersten großen Einsatz. Er ist ein elektrisches Auto, da gibt es natürlich eine Batterie, eine große. Zwei Elektromotoren, Fahrwerk. Aber alles reduziert auf das Wesentliche, damit das Auto so leicht wie möglich ist. Der ID.R kommt auf etwa 1100 Kilogramm inklusive Fahrer. Seine 500 kW katapultieren ihn in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Für diese Kategorie gibt es eigentlich kein Reglement, nur Safety ist sehr wichtig für Pikes Peak. So, da sind natürlich viele Regularien da, aber fürs Auto selbst kann der Ingenieur eigentlich frei entwickeln. Ist natürlich auch bei den Ingenieuren, wenn wir Pikes Peak gesagt haben, das gerne machen wollte, weil sie so frei sind eigentlich, dass sie wirklich nochmal nicht so wie in die Meisterrennserie ein bisschen irgendwo gebremst werden. Hier war es so, man denkt, dass das die gute Idee ist, kann man das auch machen. Ein Vorteil des Elektromotors ist seine Leistungsbeständigkeit. Bei solch großen Höhen verlieren Verbrenner aufgrund des niedrigen Drucks etwa 30% ihrer Leistung. Aber auch der richtige Fahrer ist wichtig. Volkswagen setzt auf den Le Mans-Sieger Romain Dumas. Pikes Peak ist vollkommen anders, wegen der Höhe, der Kurven. Es ist sehr gefährlich. Vor diesem Rennen muss man Respekt haben. Man hat keinen Beifahrer dabei, wie im Rallye. Also er muss eigentlich diese fast 20 Kilometer selbst kennen. Roman hat da natürlich sehr viel Erfahrung, war ja schon viermal da, dreimal gewonnen. Haben auch das Simulatorprogramm zusammen mit ihm gemacht. So, da sind wir, denke ich, mit Roman Dumas sehr gut aufgestellt. Heutzutage ist die gesamte Strecke asphaltiert. Damals, als Jochi Kleint im zweimotorigen Golf auf der Jagd nach der schnellsten Zeit war, gab es noch viele Schotterabschnitte. Wir sind ja 85, 86, 87 am Berg gewesen, Pikes Peak. Und die Erinnerungen sind einfach immens, weil ich habe kaum was Vergleichbares. Ich bin jetzt lange im Rallye-Geschäft gewesen, habe viel erlebt. Aber Pikes Peak, das ist ein Highlight. Wenn ich mal die Höhe schon alleine nehme, es geht bei 2,8 los, 2800 und endet bei 4,3. Also nicht nur für den Fahrer, für mich, sondern auch für die Ingenieure war das eine riesen Herausforderung. Und wir sind sehr, sehr gut unterwegs gewesen, 87 bis 2 Kurven vom Ende. Ein kleiner technischer Defekt, weil dieses Uniballgelenk hatte einen Schmiernippel oder zumindest das Loch für einen Schmiernippel. Und das war die Schwachstelle, ist aufgegangen durch die Belastung. 630 PS rütteln auf die rum. Und da ist natürlich dann das Rad reingeklappt und ich konnte nicht weiterfahren. Die letzten 2 Kurven, wie erwähnt. Ich habe schon den mit der Check and Flag gesehen. Und das war halt Pech, war halt bedauerlich. Ne? Damit dieses Mal alles gut geht, verbringen Romain Dumas und der ID.R noch viele Stunden auf der Teststrecke, bis es dann am 24. Juni heißt, startet die Motoren.